Hi Leute, willkommen zu meiner Raumtour Homelab 2021 und ich zeige euch mal ein paar Neuerungen oder ein paar Veränderungen, die ich in den letzten ja, eineinhalb Jahren durchgezogen habe. Was ihr hier seht, offen ist ein alter Desktop-PC, den ich in ein Servergehäuse eingebaut habe und das ist ein kleiner Sicherungs-PC, der wird nur hin und wieder mal gestartet und ein paar Sicherungen aufzuspielen. Das Besondere an dem Teil ist, ihr seht es hier, da ist ein kleines Relais dazwischen geschaltet, da ist ein ganz normaler 5 Volt USB Stecker angeschlossen, also mehr so ein Handy-Ladegerät und das ist mit dem Start gekoppelt. Und das Teil wird über Smart Home gesteuert, über Alexa zum Beispiel. Also ich kann dann sagen, Alexa starte Sicherungs-PC und dann bekommt das Teil da ein Signal, gibt einen Stromkontakt auf den einen Schalter und der Sicherungs-PC fährt automatisch natürlich hoch. Ich kann natürlich auch noch runterfahren manuell, weil ich den ja dann über Remote Desktop anspreche. Ich kann aber auch, ich kann aber auch hier sagen, Alexa, schalte Sicherungs-PC aus. Ja. Dann gibt er natürlich nochmal einen kurzen Strom. Dann gibt er natürlich nochmal einen kurzen Stromimpuls auf den eigentlichen An- und Ausschalter. Und damit fährt natürlich das System ja auch dann automatisch runter. Also wenn es, sagen wir mal, Windows ist, bei Linux, glaube ich, funktioniert das genauso. Das wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen, deswegen hatte ich mal den rausgezogen und mal aufgemacht. Hier seht ihr natürlich den Einschub, da fehlt er jetzt. Da ist das Ladekabel und hier ist natürlich mein dicker Server. Da unten, der ist leer. Da befinden sich die T610er drin, die HPs, da unten ist noch ein Dell, den ich auch so aktivieren kann über Alexa und kann also auch sagen, Alexa soll ausschalten. Der Dell ist auch noch mal so eine Art zweites Backup. Hier ist mein zweiter Proxmox Server, beide sind ja als Cluster zusammen. Hier oben, den habe ich mal deaktiviert. Der war einfach zu laut. Das war nicht so besonders nett, wenn das Ding so richtig gebrummt hat im Sommer. Also habe ich den deaktiviert, habe als Ersatz ein paar andere Sachen genommen. Also habe zwei Festplatten und auch Speicher rausgenommen, habe das nochmal auf die zwei anderen Server verteilt. Und ja, da habe ich schon ganz hübschen, großen Cluster. Hier mein Netgear 16 Port, den hatte ich auch schon mal vorgestellt. Hier ist mein Mecotec Switch, 10 GB Switch. Da hängen die zwei Proxmox Server dran. Die haben also eine 10 GB Netzwerkkarte installiert. Und jetzt kommen noch ein paar Kleinigkeiten, vielleicht könnte man auch sagen ein paar Besonderheiten. Also hier seht ihr, dreht sich auch ganz langsam. Müssen wir mal gucken, was da los ist. Aber das hier ist mein B-Link Pro. Den habe ich, da habe ich das Gehäuse aufgemacht, habe den Lüfter draufgesetzt, weil der B-Link jetzt als Open Media Vault läuft. Da ist eine 2 Terabyte Festplatte installiert, die seht ihr hier. Und ja, wie gesagt, der arbeitet so als Open Media Vault. Das mit dem Kühler funktioniert einwandfrei, der läuft jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Monate rund um die Uhr ohne Probleme. Hier neben habt ihr einen kleinen Raspberry Pi. Da ist für Proxmox ein Programm drauf. Da wird mein, ja, der Datenverkehr von meiner Fritzbox erfasst. Wie viel Gigabyte ich rausschicke, wie viel Gigabyte ich reinnehme und das wird in Proxmox in Grafana dann ja optisch sehr hübsch dargestellt. Gut, dann krabbeln wir mal nach hinten. Jetzt befinden wir uns hinten.
ich weiß natürlich, oh, ist ein bisschen dunkel. So, jetzt befinden wir uns auf der Rückseite. Ihr seht, ich könnte an meinem Kabelmanagement wahrscheinlich was machen, aber da hatte ich jetzt erstmal nicht so wirklich viel Lust dazu. So, hier ist ja der Sicherungsserver, Sicherungs-PC drin. Hier ist der dicke von hinten, ah, natürlich 10 GB. Hier ist der andere von hinten, da haben wir auch nochmal die Zahlen, die schön blinken. Hier seht ihr meinen einen HP T610er, auch aufgemacht. Da ist auch ein schöner großer Lüfter auf dem, auf der Kühlrippen, weil der auch rund um die Uhr läuft. Da ist mein Proxmox Backup Server drauf. Da sind drei Festplatten angeschlossen, eine ist noch innen drin. Und hier unten, da seht ihr nochmal den T610er, ich habe ja zwei von denen. Und da ist nochmal ein Open Media Vault drauf. Da werden noch mal ein paar Daten hin und her geschaufelt. Gut, ihr seht's und hört's, es ist auch relativ. Da habe ich jetzt Glück. Und das nervt nicht so sehr. Gut, das war die Raumtour 2021 mit meinem Homelab.